Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTS 2 hier auf meinem Kanal. Und wir haben ein Update um die Ohren geballert bekommen, die 1.50.0.56. S ist das. Wir gucken mal, was da Spannendes passiert ist, weil der Download hat schon recht lang gedauert. Das muss man tatsächlich mal sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach aufs Spiel fortsetzen und gucken uns in-game an, ob wir irgendwas entdecken können, was gemacht wurde. Wir haben ja immer noch die Wilson-Auflieger im Blickfeld, die neu kommen. Der Renault kommt erst bei Veröffentlichung. Was natürlich noch gemacht wird oder gemacht werden muss, meiner Meinung nach, sind die ganzen E-Ladesäulen. Ja, wann auch immer das passiert. Theoretisch dürften wir dann haufenweise rote Punkte auf der Karte haben, wenn die reingebaut werden, weil man wird dafür die Tankstellen umbauen müssen. Und zwar alle. Weil wo soll der Renault sonst tanken, ne? Ein Elektroauto frisst kein Diesel. Das ist mal so sicher wie der Amen in der Kirche. Gut. So, ich bin heute ein bisschen kaputt irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich habe eigentlich meiner Meinung nach ausreichend gepennt. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin platt und meine Augen brennen und hast du nicht gesehen und mein Computer könnte auch mal ein bisschen schneller laden. Hatte ich schon erzählt, dass mit der Temperatur der Grafikkarte habe ich wieder hinbekommen. Das war offensichtlich tatsächlich ein Treiberfehler. Das Ding ist ja echt auf 95 Grad hochgeballert. Und jetzt aktuell liegt das alles wieder bei 39 Grad. Das passt wunderbar. Die Lüfter werden auch wieder angesteuert. Ich sag mal so, man kann erhalten, was man will. Okay, zur Vermeidung Kompatibilitätsproblem der Spielstände wurde alle noch nicht abgeschlossenen Lieferungen. Die haben einiges gemacht. Wow. Dann würde ich sagen, setzen wir uns nach Zürich zurück. Nicht zu weit, dann können wir auch direkt einmal zur Werkstatt fahren, Karre reparieren lassen. Ach, da sind wir ja, glaube ich, direkt schon, ne? Kann das sein? Jawohl. Komm hier, Wartung. Ja, komm, mach komplett fertig. Kostet zwar eine halbe Mille, aber was soll's? Wiederherstellen. Wir haben es doch, hör mal, bei unseren Milliarden auf dem Konto, da fallen diese 417.000 nicht auf. So, okay. Da können wir raus. Wir können mal einmal auf die F4 gehen. Kennen das Problem. Warum regnet das eigentlich schon wieder? Wir haben das Licht. Ja, das Übliche, ne? SCS. Warum nehmt ihr diesen Müll nicht raus? Warum? So, wir sind bei der Werkstatt, genau. Und jetzt müssen wir unsere Strecke nämlich neu legen. Wir gucken uns das Ganze hier mal eben an. Und zwar Rhein-Ruhr-Kreis. Da hat man offensichtlich nichts gemacht. Ich habe jetzt auch tatsächlich nicht geschaut, aufgrund meiner fortgeschrittenen Müdigkeit, warum hier, sagen wir mal, jetzt so ein dickes, fettes Update dann kam. Hier oben bei Kiel ist noch was. Guck mal, seht ihr das? Hier bei Kiel ist noch was gemacht worden, bei IKA. Da gucken wir uns auch mal später an, was da genau gelaufen ist. Aber ansonsten, wenn wir uns die Karte mal so anschauen. Ich würde gerade sagen, hier wäre was passiert. Nee, aber da ist alles noch im Lack. Machen wir jetzt mal unsere Schweizreise fort, oder? So, pass auf, wir sind in Zürich. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir genau den Weg als erstes nehmen. Können wir aber auch mal hier unten hin verschieben. Genau, so. Dann nehmen wir als zweites, das kann ich später machen. Wir nehmen dann als zweites das hier. Als drittes das.
Sind hier Straßen dazugekommen? Ah. Hier ist ein Fotopunkt, da machen wir die 7 hin. Ja. Wir werden uns natürlich hier die Gegend angucken, die 8. Die 9. Wir setzen hier nochmal die 10. Genau, dann haben wir das so weit weg. Wunderbar, wunderbare Strecke neu gelegt. Auf geht er, der Peter, würde ich sagen. Wollte gerade sagen, läuft die Karre heute gar nicht oder was ist das? So. Alles in allem tatsächlich nur 1678 Kilometer. Karre ist wieder heile, das ist schon mal wichtig. Der Sensor funktioniert nicht automatisch. So, einmal eingeschaltet. Aber das Spielchen kennen wir ja auch schon. So, jetzt schauen wir mal. Grafikkarte. Immer noch natürlich volle Pulle ausgelastet. 64, 65 Grad aktuell. Das ist völlig okay. Und die CPU wird interessanterweise auch nicht höher. Die macht mir mehr. Ach, ich wollte was ausschalten. Die macht mir mehr Gedanken im Idle. Da kommt sie nämlich auch schon auf knappe 60 Grad. Das ist ein bisschen Fälle. Da werde ich mal irgendwann die Lüfterkurve anpassen müssen. Aber das gehört hier gar nicht rein eigentlich. Übrigens bei Kommentaren immer eine Runde aufpassen. YouTube wird sehr, sehr, sehr empfindlich. Ich hatte ja letztens so ein bisschen was gesagt hier von wegen, nicht, politisches Thema, sagen wir mal so. Und ja, dann gab es einen netten wohl einen netten Kommentar, der es nicht auf in die Kommentarliste geschafft hat, weil auch automatisch an YouTube gemeldet stand dahinter. Also seid vorsichtig mit dem, was ihr schreibt und, ne? Das ist so ein Punkt. Das, was man schreibt, kann die, ja gut, die KI erfasst auch, was ich hier sage. Aber das, was man schreibt, wird sehr schnell erfasst und dann, ne? Genau. Außerdem würde ich allen grünen Wählern raten, mal den Grips anzustrengen, falls hier einer von denen zuguckt. Denn man muss ja letztendlich mal gucken, wer zerstört denn gerade Deutschland. Das kann keine Partei sein, die nicht an der Regierung ist. Ist logisch, oder? Gut, lassen wir das. Müssen wir nicht weiter darüber reden. Ja, wir fahren jetzt einfach mal hier drauf los. 2:36 Uhr, das heißt, es sollte gleich dann entsprechend auch hell werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die KI ist eingeschrumpft. Ich meine, die Performance, trotz dass die Grafikkarte, ich müsste jetzt, ja, ich muss mir mal, muss glaube ich mal dran denken, dass ich beim nächsten Mal den, sagt schnell, den Task Manager einschalte, dass ich mal gucken kann, zu wie viel Prozent hier ausgelastet ist. Alter, jetzt reicht's. Sorry, dass ich nicht bis zur nächsten. Dass ich nicht bis zur nächsten. Müsste eigentlich ins Startmenü, richtig? Genau. Ja, dann speicher mal. Sehr schön. Ich müsste in den. Quatsch, nicht in den Mod Manager. Blödsinn. Heraus. Das heißt doch, wir können mal einmal gucken, wie das mit inkompatiblen Mods aussieht, ob da welche dabei sind aktuell. Gut, die Longer Trains, klar, die sind aber auch hier gar nicht mehr bemerkt. Hiervon gab es, glaube ich, tatsächlich ein Update. Okay. Da können wir raus. Da geht es unter die Optionen. Und das war im Gameplay.
So. Root Advisor, unsichtbar. Warnanzeige für Schwergut. Ja, gut, okay. Filmsequenzen, Blockaden anzeigen. Guck mal, das habe ich, ne? Das ist jetzt die Mod, die das Ganze rausnimmt. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Geschwindigkeitsbegrenzer, Regensensor, automatische Retarder, automatische Motorbremse, Liftachse automatisch senken. Realistischer Treibstoffverbrauch. Anti-Blockiersystem, Anti-Schlupfregelung. Scheinwerfer, Blinkerabschaltung, Rotation, Lenkungskamera. Ah, hier. Deaktiviert. So. Jetzt komme ich hier rüber wieder ins Dingens, genau. Dann kann man das Spiel fortsetzen. Oh, das, nee, das geht ja nicht auf, auf den Tüffel. Mal ganz ehrlich. Wenn ich über die Linie fahren will, dann fahre ich über die Linie. Und dann ist mir das egal, ob mir so ein Assistent sagt, hör mal, du darfst hier nicht lang. Oder nicht. Junge. Viel geschafft haben wir heute irgendwie nicht, deswegen gibt es 5 Minuten obendrauf. Muss mal so sein, ne? So, meine neue Maus ist dann gestern angekommen. Ja, das ist schon nicht. Ey, ich wusste nicht, meine letzte Maus habe ich tatsächlich 2020 schon gekauft. Das Ding ist schon fast 4 Jahre alt. Aber da hatte ich so bei Switcher so meine Problemchen so ein bisschen mit. Die reagiert nicht immer so, wie sie soll. Und die ich jetzt habe, das ist eine Corsair. Und ja, Tastatur von Corsair, die Maus von Corsair, der Speicher von Corsair. Teures Scheißzeugs. Nur die Lüfter sind nicht von Corsair. Die kosten doch, glaube ich, ein ganz schönes, ganz schöne Kohle. Sag mal, Computer, würdest du die Freundlichkeit besitzen und endlich mal den Dankeschön? Sehr lieb von dir. So, dann können wir jetzt weiterfahren. Gang raus. So, und jetzt sollte dieser komische Assistent seine Klappe halten. Wir haben insgesamt 1611 Kilometer noch vor uns. Ich muss übrigens mal sagen, ich glaube, ich muss mir mal dieses Virtual Drive oder was mal zulegen. Ich habe irgendwie habe ich mal, ja, ich habe, ich sag mal so, ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, der begleitet so ein bisschen Schausteller hinter die Kulissen, die Fahrgeschäfte werden vorgestellt und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich da so ein bisschen mal Bock bekommen zu rekommandieren. Aber das ist. Das Problem ist, ich glaube, in der Realität ist Karussell steuern und rekommandieren interessanter als in einem Spiel. Das war unser Weg, 1600 Kilometer. Ja. Wie habt ihr euren 1. Mai überlebt? Genau, wie habt ihr den verlebt? Was habt ihr gemacht? Wart ihr auf Vatertagstour? Wart ihr auf 1. Mai-Tour oder brav zu Hause? Ich war mit meiner Süßen unterwegs und wir waren, hier hatte tatsächlich so ein Gartenmarkt offen, da waren wir ein paar Hortensien gekauft und dann sind wir anschließend noch ein bisschen was trinken gegangen. Kein Alkohol, sondern hier Chai Latte, ne? Lecker, lecker. Ja, dann zu ihr nach Hause und dann hat die MS zugeschlagen, dann, beziehungsweise Fatigue heißt das Ding. Also wirklich diese
Müdigkeit. Und sie hat sich, ich finde das immer, ja, eigentlich völlig unnötig. Sie hat sich hinterher tausendmal entschuldigt für den versemmelten Feiertag, ein schöner Feiertag. Sie war echt am Weinen deswegen, weil, ja, aber mein Gott, das ist, es ist halt so die Krankheit, gell? Was willst du machen? Ich versuche natürlich eins auch, dass ich, ja, ob es jetzt Computer ist und so weiter, dass ich ja das Ganze auch möglichst barrierefrei einrichte, dass sie den Computer gut bedienen kann. Mal schauen, was wir da noch so vorhaben. Technisch habe ich mich mal drum gekümmert, was nach ihren Angaben eventuell das Beste für sie sein könnte und nicht das, was das Sanitätshaus ihr anbietet. Und so ist es zum Beispiel, wenn sie einen Rollstuhl braucht, dann meint das Sanitätshaus ja, sie sollte einen nehmen mit Joystick, sagt, nee, sie will aber noch was selber machen. Von daher, ne, ich könnte mal gucken, Alba Motion Drive wäre wahrscheinlich das Richtigere, aber das ist halt so, es ist nicht einfach, ne? Meine Güte, und sie muss sich deswegen ja nicht entschuldigen. Ich würde behaupten, MS ist unberechenbar. Hier, ich habe hier einen in der Community, ne? Du hast es auch. Ja, und du hast ja auch schon mal gesagt, ne? Diese Fatigue geht hier tierisch auf den Sack. Und das ist, glaube ich, mit das größte Problem. Gar nicht mal der Tremor oder so, sondern wirklich, ja, diese bleierne Müdigkeit, die dann einfach mal auftaucht. Ich weiß nicht, wenn man jetzt sieht, streckentechnisch, wir haben immer das, was wir abgefahren haben, hatten wir abgefahren. Da hat sich ja nichts mehr dran geändert. Ich will mal versuchen für die nächste Folge, ob ich im Changelog irgendwas sehen kann, was die gemacht haben, was quasi begründet, dass wir. Ja, dass die Strecke gecancelt wurde, dass wir quasi komplett oder so weit zurückgesetzt wurden eigentlich. So. So sieht das aus. Ja, und ich glaube, die Dani war vorhin auch, als ich nach Hause oder als ich zu Hause angekommen bin, die war ja richtig, richtig fertig, hatte dann geschlafen und so. Sie hat zum Beispiel, ich melde mich immer, wenn ich wieder zu Hause bin, da hat sie gar nicht drauf reagiert mehr. Das ist so, ja. Deswegen, Leute, wenn ihr Menschen auf der Straße seht, die nicht so können, die eventuell auch eine Behinderung haben oder sowas, oder wie sie jetzt halt mit dem Rollator unterwegs und hier, was wir früher so allgemein, ja, wie soll man sagen, es wird ja vieles verallgemeinert, so Schüttellähmung und so ein Kram. Das ist aber bei MS noch eine andere Geschichte. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Verurteilt die Leute nicht vorher, die können tatsächlich nicht anders. Da wirklich Rücksicht nehmen, auch auf alte Leute. Und man muss eins mal sagen, guck mal, ich bin irgendwann mal auf die Welt gekommen. Dann bin ich ein Jahr alt geworden, zwei, drei, vier und so weiter. Heute bin ich 54. Das heißt, jeder von euch da draußen wird mal ein älterer Leut. Und jeden von euch kann das treffen. Dass zum Beispiel eine MS auch im höheren Alter nicht mehr auftreten kann. Das haben Wissenschaftler mittlerweile widerlegt. Das stimmt nicht. Es gibt da Frühzeichen für. Ja, wenn ihr zum Beispiel sehr häufig unter Kopfschmerzen leidet und so weiter und so fort, lasst das mal untersuchen. Das können erste Anzeichen für MS sein. Ja, und dann muss man unter Umständen mal ein MRT machen oder sowas.
Nicht. Aber wie gesagt, aber denkt immer dran, auch ihr werdet mal alt. Und ich habe Bekannte aus meiner Schule damals. Ja, der eine ist vom Dach gefallen, ist querschnittsgelähmt. Seine Frau, dort hatten die Ärzte Fusch gemacht, querschnittsgelähmt. Beide sitzen im Rollstuhl. Es kann jedem zu jeder Zeit treffen, egal was. Und jeder, der da draußen ist, der, ich sag jetzt mal, ja, wo sich einige drüber lächerlich machen oder sowas, alles hat irgendwo seinen Grund. Das ist der Punkt. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten 1985 eine Kneipe. Und vielleicht kennen einige von euch Welfenspeise, das ist ein Dessert. Und das wurde damals zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, gerne ge und oft gegessen. So, jetzt war das Problem, dass in den Hauptpudding, sage ich jetzt mal, Eischnee reinkam. Eischnee wird bekanntlicherweise aus Eiweiß gemacht. Und das war jetzt nicht unsere Kneipe, sondern eine Kneipe im Nachbarort. Dort fand also auch eine Familienfeier statt. Es gab diese Welfenspeise zum Nachtisch. Alle haben die gegessen. Unter anderem auch so ein kleiner Knirps, der das von seinen Eltern bekommen hatte. Und wir fahren übrigens gleich diesen Kreisel da mal kurz ab. Das ist so viel nicht. Der das dann eben auch gegessen hat. Und ja, blöderweise gab es in den Eiern irgendwie Salmonellen, die dann ins Lebensmittel gelangt sind. Die haben den Knirps dermaßen geschädigt, der war bis dato gesund. Krankenhaus und so weiter und so fort. Und heute ist er aber eben auch schwerst behindert tatsächlich. Ja, also auch durch sowas kann es euch treffen. Deswegen Rücksicht auf andere und immer dran denken, auch ihr werdet mal älter. Boah, das ist jetzt eine Moralpredigt gewesen, oder? Und ich meine, ich war schon immer sehr, sehr tolerant und von daher, wenn ich mir eine Partnerin gesucht habe, dann war mir das also völlig, oder ist mir das auch heute noch völlig egal, welche Nationalität, ob da ein Handicap ist oder, wie man auch durchaus sagen kann, eine Behinderung vorliegt. Alles völlig Latte. Der Mensch, der dahinter ist, der zählt. Na, das haben wir jetzt, aber das ließ sich jetzt ja gut meistern hier, diese Ecke. Meine Güte. Na, machen wir das lieber in der Außenkamera. Was wir wegkriegen, kriegen wir weg. Guck mal, da ist es schon weg. Guck mal, ganz kurz auf die Karte. Ja, da ist soweit alles sauber. Ich würde gerne noch, und ich glaube, das schaffen wir vielleicht bis zum Punkt 1 noch fahren. Mal gucken. Ah, wir haben 24 Minuten voll. Nee. Das wird heute nichts mehr, liebe Leute. Zieh jetzt einfach mal durch. Und wie gesagt, ich gucke nochmal in die Changelogs und dann gibt es in der nächsten Folge dann nochmal die Informationen dazu, was es eigentlich hier passiert, wenn ich was finde. Ansonsten sage ich es euch natürlich auch. So, hier ist eine Raststätte. Und weil es ein Parkplatz, ich befürchte mal, den kriegen wir so nicht weg. Da werden wir drauf müssen, oder? Ja.
Ist aber ein Problem. Ich komme an euch nicht vorbei, wa? Oder klappt das? Mal. Schade. Hätte ja funktionieren können. Dann eben anders. Dann machen wir es so. Okay, machen wir heute die 30 Minuten voll. Mal sehen, wie weit wir bis dahin kommen. Ja, ich habe noch mal einen Blick auf mein Gehäuse geworfen. Also so bin ich zufrieden. Grafikkarte 67 Grad, da kannst du nicht meckern. Das ist top. Lüfter laufen auch tatsächlich alle drei, wie sich das gehört, und nicht nur einer. Für die CPU, da muss ich noch mal ran. So, das hier mache ich später. Da fahren wir jetzt erstmal geradeaus weiter. So. So schaut's aus. Okay, wir fahren hier rechts rum. Die haben hier sehr, sehr verzwickte Verkehrswege in der Schweiz, das muss man mal sagen. Ich meine, ich glaube, hier sind wir ja auch schon ein paar Mal durchgedengelt und haben uns verfahren und ja. Mal schauen, ob wir den nächsten Punkt noch erreichen. Ich glaube mal nicht. So, hier müssen wir jetzt einmal so ein bisschen raus. Ja, aber nicht so. Egal. Gut, liebe Leute, wir werden hier mal an dieser Ecke unsere Fahrt für heute beenden. Ich mache noch eben diese zwei kleinen Linien da weg. Da stehen, das müssten wir hinbekommen, weil wir gleich wieder auf die normale Autobahn auffahren. Das sollte funktionieren. Und ja, ich freue mich natürlich über neue Abonnenten. Ich bedanke mich für Kommentare, für Däumchen nach oben. Schiebt den Algorithmus an. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.